Alle 4 bis 5 Jahre muss das Pinselurgehege, das in der direkten Nachbarschaft zum Eismeer liegt, neu gestaltet werden. Mit Manpower, Baggern und Schaufeln wird das abschüssige Gelände verschönert. Auch die große Weide, die im Nachbargehege bei Straußen und Zebras geparkt liegt, soll im Pinselurgehege gepflanzt werden. Wind und Regen machen Tierpflegern und Gärtnern zu schaffen. Immer wieder spülen sie das von den Schweinen aufgelockerte Erdreich in den Teich. Wir haben heute angefangen mit unserem Bau in unser Pinsel- und Schweingehege. Mit Zusammenarbeit mit der Gärtnerei, jetzt bauen wir wieder vor Terrassen. Diese Terrassen wird auch noch bepflanzt mit schnell wachsendem Bambus. Die Frage ist, ob der Bambus schneller wachsen kann, als die Pinsel und Schweine kaputt machen. Das wird sich zeigen mit der Zeit. Aber auf jeden Fall soll es für mich eine Arbeitserleichterung, es soll für die Besucher schöner werden und wichtiger als alles andere, die Pinsel und Schweine kriegen ein neues Gehege mit neuer Beschäftigungsmaßnahme. Tonnenschwere Steine muss Hagenbecks Radlager quer durch den Park hieven, bis er zum allerersten Mal in das Gehege der Pinselohrschweine fahren kann. Denn bislang gab es hier keinen Eingang, der groß genug gewesen wäre. Wir haben auch noch einen Drehbruch geschaffen. Das heißt, es gibt eine Wege zwischen dem Zebra-Gehege und dem Pinselohrschweingehege. Der Vorteil für uns ist, dass wir regelmäßig in Zukunft diese Gehege dann verwalten, praktisch und überarbeiten können, und dass wir Radlader reinfahren können. Vorher war es nicht der Fall. Vorher musste ein Kran kommen, die Bagger einsetzen, die Steine einsetzen von hier draußen. Kostet eine Menge Geld und auch Zeit. Zu Anfang beäugen die misstrauischen Schweine ihr neues Gehege noch etwas skeptisch. Doch das Design überzeugt. Bäume und Büsche riechen nicht nur gut, sondern spenden im Sommer auch angenehmen Schatten. Aber schon bald kitzelt ein verlockender Duft die lange Nase. Die jungen, frisch gepflanzten Bambussträucher laden spontan zum zweiten Frühstück ein. Besser für die Schweine ist einfach alles. Es ist neu, frische Boden, es riecht anders, bepflanzt, noch. Ich muss betonen auf das Wort noch, weil letztes Mal hat es nicht lange gehalten. Es soll eine zweite Weide gepflanzt werden, was dann geschützt wird. Das bietet dann Schatten, weil die Schweine sind eine Urwaldtiere, die leben Sonne, aber leben genauso viel Schatten und brauchen auch Wasser. Das haben wir dann in der Teig. Ich denke, allgemein für die Schweine ist jetzt wieder was Neues. Die wird sich freuen. Schnell hat sich die Aufregung gelegt und Hagenbecks Pinselohrschweine machen ihrem Ruf als Wühler wieder alle Ehre. Die ersten Bambuswurzel wurden bereits wieder zutage befördert, aber sowohl Tierpfleger Toni Kirschau als auch seine Pfleglinge machen einen ganz zufriedenen Eindruck. Und auch für den Besucher ist das Gehege jetzt noch attraktiver.